So, hier ist was ganz Wildes passiert. Wir gehen auf jeden Fall Mitte. Wir müssen gegen Zed leider Rod of Ages mitnehmen, ne? Sonst wird das nichts. Wir hatten irgendwie eine Jinx, die jungeln wollte. Dann hat der Wukong gesagt, nee, er will nicht jungeln. Jetzt ist Amumu Jungle. Und unser Wukong, der eigentlich ADC Wukong spielen wollte, muss jetzt Toplane gehen, weil die Jinx jetzt nicht mehr im Jungle ist. Also, irgendwie ist alles durcheinander gegangen. Jetzt haben wir hier den Zed, genau. Der Bone Plating. Na gut. Wird geignited. Ist klar. Da meine Früchte. Ich habe zum Glück Honeyfruit mitgenommen in die Runde, glaube ich. Das wäre wieder gut HP. Jo, perfekt. Ne. Nein, der Krebs war im Busch. Das war so clean. Wir hätten überlebt. Der Krebs war im Busch. Oh no. Der hat aber Flash dafür geused, ne? Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Da kommt doch der Zed gleich hin. Don't do it. No, no, no. Der Zed kommt da hin. Ich bin zu sch kann da nicht so schnell hin. Okay, ich habe den Zed aufgehalten. Ich habe ihn ja nochmal gesnared, glaube ich. Keine Ahnung. Es war. Das war ein Invade, der war. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Keine Ahnung, was er sich bei dem Invade gedacht hat. Moin. So, den Pink Ward hier zerstören. Ist der Zed auf Level 5 für uns tötable eigentlich? Oder nicht? Da die große Frage. Vielleicht ist es. Oh nein, er wird wieder einen Counter. Er kriegt einen Counter-Gank. Erneut. Oh no, not again. Oh mein Gott, ich hab's überlebt wegen Face Rush. Ich hab's durch Face Rush einfach überlebt. Oh, die Ezreal Ultimate. Ich hab's aber durch den Face Rush überlebt, Leute. Sehr, sehr gut. Oh. Ist übrigens der Top One Wukong auf dem Server, ne? Der gerade gestorben ist da. Das Number One Super Top One Wukong. So, ich gehe nochmal schnell Base und mir meinen Rod of Ages. Good job. Oh no. Ich dachte, du bist Top One Wukong. Sehr, sehr gut. Vielleicht ist es auch einfach Top One Jinx. Wer weiß, wer weiß. So, wir rollen. Der hat kein Shadow, ne? Hat er halt gerade geused. Ah, es hat geflasht. Ultimate geused. Ignite geused. Sehr gut.
Flash gegen Ignite ist nicht der beste Trade. Kennemius muss angreifen. Nice. Nein. Ich dachte, es hat gereicht. Oh, der Wukong ist leider hart am Inden, ne? Das ist echt nicht so cool. Das wird ein dickes Problem hier noch mit dem. Das war doch Buggy, oder nicht? No way. Okay, ich kann noch einmal Basen mir ein Teil-Item holen. Dann gehen wir wieder Mitte. Nein, du darfst nicht Wukong ganken. Never gank a losing lane. Don't do it. Never gank a losing lane, Mr. Mumu. Aber ich bin eigentlich happy, wir haben den Zed komplett zerstört. Über so, ich bin nicht mal ganz froh. Wenn du so den Gigaschwitzer im Gegnerteam hast und einfach nicht klarkommt auf deinen Off-Meter-Pick. Warum wir den Zed zerstört haben? Weil der nicht so gut ist. Sehr gute Karma-Ultimate. Ich muss eigentlich Mitte deffen, ne? Nice. Das kannst du mir nicht erzählen, was ist das denn gewesen? Der ist irgendwie backtracked. Da kann ja da niemand Follow-up machen, ne? Kann hinterher leider. Wir bleiben einfach mit hier unten. Ich finde es ja eigentlich ganz cool gerade. Ich glaube, ich bleibe einfach hier. Basen. Teil-Item holen. Es tut halt so weh, dass der Zed aufgeholt hat im Gold, ne? Und gut, hier Wukong ist wieder tot. Zed. Zed, Zed, Zed. Ich hoffe nicht, dass der in Karma gegangen ist, der Kill. Ist in Ordnung. Holt er, holt er. Good job. Ich bin extra so quer gelaufen, damit ich den Q blocken kann von dem. So, wir nehmen auf jeden Fall den Speed-Modus mit, ne? Okay, wir haben den Herald bekommen. Das ist sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir den Drake kriegen. Wir haben halt keine Moon-Ultimate für den Drake. Die braucht noch
40 Sekunden. Ich würde gerne keine Minion hinkriegen, aber. Unfortunately. Aber wir kriegen den Drachen. Sehr gut, der ist genau mit Schneeball gesprungen. Das war mehr Glück als Skill. Hat der Melfert noch Ultimate? Das ist große Frage. Ich kann hier nochmal einen richtig geilen Schneeball drehen, glaube ich. Jo, der Schneeball kommt gut hier. Der kommt richtig gut. Jo. Oh, let's go. Let's go. Sehr, sehr gut, Team. Kriegen wir noch den Turm hier. Der Schneeball, der kam richtig, richtig gut. Sonst zwei dicke Schneebälle hintereinander. Ich rolle ja immer noch, aber heute haben wir auch schon nicht gerollt. Wir waren heute auch schon... Was haben wir heute gespielt? Midlane Olaf haben wir gespielt, Midlane Pyke haben wir gespielt, J4 Support haben wir gespielt. Midlane Dings haben wir auch gespielt. Leider kein Snare aufbekommen. Oh no, der ist so gefeedet, ne, dieser Darius. Nein! Der Auto-Attack ging durch. Oh no. Der hat den Darius halt so hart gefeedet, der Wukong, ey. Das wird ein richtiges Problem. Wir müssen ihn irgendwie one-shotten. Ich habe den Set komplett aus dem Game genommen. Ne? Aber der Darius ist ein Problem. Der ist hier die große Problematik. Also hat den Darius nicht getroffen. Du kannst mir nicht erzählen, dass das Top 1 Wukong ist. Auf dem Server. Kannst du mir nicht erzählen. Wir schauen danach der Runde nochmal nach, ob es wirklich Top 1 ist. Aber so wie der spielt, kannst du mir irgendwie nicht vorstellen. Okay. Sind die am Baron dran? Wir haben auf jeden Fall Mumu Ultimate, ne? Nein, wieso face-checkt er nur? Oh no. Why would you face-check, Mister? Na, Barry müssen wir den leider lassen jetzt, ne? Ich glaube nicht, dass wir da noch was machen können. Also wir machen keinen Baron, sondern fighten. Ich glaube, sie machen keinen Baron. Nice, sehr gut. Na doch, machen sie. We can try. Good job. Jinx kam leider nicht mit, ne? Ich denke, wir hätten es gewonnen, wäre die Jinx mitgekommen. Ah, die hat Mitte gefarmt, glaube ich. Bro, nicht schon wieder sterben, bitte nicht. Nein, warum rennst du da nur rein? Was sind die besten Matchup? Jedes Matchup und die schlechtesten gibt es nicht.
Also ich habe bisher noch keinen Midlane-Champ getroffen, den ich nicht gestompt habe. Der Mumu ist leider. Der ist tilted, ne? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das Top One. Kannst mir nicht erzählen, dass das Top One Amumu, Wukong ist. Wir müssen das nach der Runde mal checken. Vielleicht habe ich mich verschaut. Vielleicht habe ich mich auch verguckt. So, wir rollen. Danger. Danger. Stop dying, guys. Stop the dying, please. Wenn der Malphite allein ist, stirbt er hier. Nice. Vielleicht hat Wukong Account gekauft oder so. Ja, der hat auch gerade gesagt, das ist Top One Wukong tatsächlich. Also. Wird es wahrscheinlich Top One Wukong sogar sein. Das hier. Nice Ultimate. Sehr, sehr gut. Nee, das ist niemals Top One Wukong. Never. Die Jinx spielt solide, ja. Das stimmt, ja. Wären wir tanky gegangen? Wären wir tanky gegangen anstatt Full AP, hätten wir das auf jeden Fall gewonnen, denke ich. Ne, die Jinx hat Solo carried. Aber Mumu sagt, er geht AFK, der hat keinen Bock mehr. Dabei war das jetzt eigentlich der Game, der Turn, diese Runde. Wäre der hier gewesen? Wäre der hier gewesen, hätten wir es gerade gewonnen. Ja. Ah, er ist getiltet. Ich würde surrendern. Was sagt ihr, Leute? Wenn ihr alle jetzt wegtilten gegen einen Baron. Es tut halt weh, dass sowas wie Zed das gewinnt, ne? So ein 0-7 Zed kriegt halt einfach den dicksten Freewin. Weil wir einfach einen noch schlechteren Spieler haben. Naja, es kommt immer darauf an, wer hat den schlechtesten Spieler in der Runde. Das ist immer das Ausschlaggebende. Der Gegner hatte den Zed, der war Gigabad und wir hatten halt den Wukong, ne? Wobei man sagen muss, wie kann der Top One Wukong sein? Wir schauen mal nach, ob der wirklich Top One Wukong war. Der heißt Dings. Tatsache. Top One Wukong. Ich krieg die Krise. Hä? Wie ist das möglich?